Ach ja. Oh. Oh mein Gott, so viele Tote. Das ist der Anfang, ist heftig. Vor allem, die hätte doch einfach runterhängen können. So, wie die sagte sich angehört. Einfach, das wäre nicht mal 2 Meter gewesen beim Hängen bis runter. Da wäre nichts passiert und da wäre sie frei gewesen. Ah, okay. Ja, es ist halt einfach, ne? Es brennt und er guckt zu und dann. So, und weil er mit der Schande nicht leben konnte, ne? Wusch rein tot. Also optisch ist es schön. Es gefühlt nochmal eine Schippe oben drauf zum Teil davor. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Vor allem, wer war diese Figur neben dem kleinen Mädchen, ne? So, und jetzt werden wir wieder freundlich begrüßt von unserem Gastgeber. Hallo. Hi. Und willkommen zurück. Ja. Eine neue Geschichte erwartet Sie. Ganz anders als die letzte. Oh. Wie galant er läuft. Beunruhigend, nicht? Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Bestimmt. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und Ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein, das hätten Sie nicht verhindern können. Ah, okay. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Jede Wahl, die Sie treffen, hat Folgen. Ihre Entscheidungen beeinflussen auch andere. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab, von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Ja. Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist, nur dir selbst allein. Sei treu. Doch ich bin hier, um aufzuschreiben, was Sie tun, nicht um zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Stimmt. Hey, Leute.
nicht zu, so scheint es. Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie, zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Super. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Oder auch nicht. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Ich habe den Charakter schon. Beerdigungen. Ja, ich habe den Charakter schon im ersten Part gemocht irgendwie. Der ist so, keine Ahnung. Was ist der eigentlich? Zu viele Gänseblümchen, ja. Die würde ich jetzt auch lieber pflücken nach der ersten Szene. Ahahaha. So, und jetzt, pst, Beerdigung. Ich mag niemand die Kameraperspektive. Von den heutigen Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Für immer. Sie sind nun alle bei Gott. Gedichte sind genauso, genau. Das sind diese Oder-Fragen, da kannst du auch nur mit Ja antworten. Ja. Das oder das, ja. Die machen ja gerade die Minute Stille und ich quatsche die ganze Zeit. Psst, psst. This is it. Überlebt? Hä? Das sind doch die Charaktere gerade. Wo zur Hölle ist Daniel? Kann ihn nicht finden. Ich weiß nicht. Oh, magst du vielleicht helfen, anstatt nur herumzublödeln? Das ist wahrscheinlich O2, die hat kein Netz. Mitführt, wie geht's ihm? Was soll ich tun? Ach komm, mitführen. Was hat er denn überhaupt? Vielleicht nur eine Gehirnerschütterung. Halb so schlimm. Okay, Herr Lehrer. Okay, okay. Oder doch lieber Herr Doktor? Warum rufst du nicht um Hilfe? Vielleicht hört dich ja jemand. Darauf wäre ich nie gekommen. Wird gemacht. Ach komm, über sarkastisch. Wow, darauf wäre ich nie gekommen. Oh, Hilfe rufen, ja nie, ist klar. Danke, Herr Lehrer. Hey, Andrew, Kumpel, wie geht's dir? Wo sind wir? Die Frisur steht ihm besser als dieser Topfschnitt. Ein Busunfall ist passiert, aber wir leben noch halb so wild. Wenn du meinst, kann mich an keinen Unfall erinnern. Du stehst wohl unter Schock. Dein Kopf hat richtig was abgekriegt. Aber das wird schon wieder. Als die Harry Potter-Narbe hat er. Ganz ruhig. Aber der Busfahrer war nicht unter den Leuten da. Der ist weg. Scheißteil, verdammt! Guck mal, das Netz ist so weit weg, dass nicht mal der Homescreen da ist. Immer mit der Ruhe, okay? Wir kriegen das irgendwie hin. Stell dir mal vor, du hast den Homescreen nur, wenn du ein Netz hast. Na, wer bist du denn? Ach, guck an. Daniel, 20. Fuck, wo ist mein Handy? Sie sieht aber nicht aus wie 48. Erwachsener Student, grob verständnisvoll. Hey, ist da jemand? Hey, Daniel, bist du's? John, du Daniel? Lebst. Taylor, alles gut? Mir geht's gut. Uns geht's übrigens auch gut. Alles okay bei dir? Alles gut.
Ich komme schon zurecht. Die Stimme passt überhaupt nicht zu dem Gesicht. Wie kam es wohl zu dem Unfall? Weiß nicht. Da war was im Weg und der Fahrer wollte wohl ausweichen. Wo ist er eigentlich? Die ist nie 48. Seltsam. Namen Wolli. Hier ist er schon mal nicht. Schaffst du es hoch zu uns? Sieht recht steil aus. Ich könnte diesen Pfad da nehmen. Gut, dann mach das. So kommst du zur Straße. Wir treffen uns dort. Guter Plan. Woher wies er, dass er da zur Straße kommt? Hey Taylor, komm, helf mir Andrew auf die Beine. Warte, ich weiß gar nichts mehr. Wer bist du? Ist okay. Du hast dich gestoßen. Ich bin John, dein College-Professor. Wir haben einen Ausflug im Bus gemacht, aber das ging nicht gut aus. Der Unfall stand nicht auf dem Plan. Wir finden die anderen und holen Hilfe. Stell dir vor, es wäre eine Übung zur Charakterbildung. Was? Okay. Es geht nichts über Teamwork. Ich hatte einen Traum. Er war so real. Flammen rundherum, es war schlimm. Der Schlag auf den Kopf muss gesessen haben. Der Weg, dem die anderen folgen, mündet in die Straße. Treffen wir sie da. Warum vom Bus weggehen? Ich bleibe hier. Wir haben nicht so viel Zeit. Widerwillig. Reden wir darüber. Warum weg hier? Wir haben keinen besseren Ort zum Warten. Nein, das wird nichts bringen. Am besten suchen wir die anderen und gehen dann in die Stadt und finden hoffentlich Hilfe. Ja, wo ist der Busfahrer? Wo ist der Fahrer? Sollte er nicht zurück sein? Der Fahrer hat's richtig gemacht. Er sucht Hilfe in der Stadt. Okay. Hast recht. Gehen wir. Ich komm mit. Ich hab recht? Je schneller wir Hilfe holen, umso schneller kommen wir heim. Bleib dicht hinter mir. Ich würde ja fast meinen, der ist der Böse. Drücke links zu bewegen, okay. Ach, wir steuern sie jetzt. Triff dich mit Angela und Daniel. Finde den Busfahrer. Folge John. Können wir hier irgendwie... Nee, wir können die Kamera so... Also optisch sieht das gut aus. Wo guckt sie denn hin? Okay, wir gehen hinterher. So. Boah, dieser Fahrer haut einfach ab und lässt uns sitzen. Vielleicht wusste er es nicht. Vielleicht hat er einen Schock. Hey, Daniel! Hey, ihr! Ich hab einen Namen. Wie schlagt ihr euch da unten? Der Weg ist echt übel. Aber uns geht's gut. Dieser kleine Umweg ruiniert meine Klamotten. Das ist das Schlimmste? Deine Klamotten sind hin? Echt? Du siehst beschissen aus, die Sachen waren teuer. Ach komm. Hey, die Sachen kosten bestimmt mehr, als du im Leben verdient hast. Ich hab genug Geld. Keine Sorge. Von Geld will sie sicher noch mehr hören. Hey, was ist hier los? Nicht viel, will sie nur bei Laune halten. Daniel, hast du dein Handy? Ich hab überhaupt kein Signal. Ist wohl beim Unfall runtergefallen. Warten wir die ganze Nacht hier? Wir gehen weiter. Tschüssi. Tschüssi. Hi. Kann ich da nochmal runtergucken? Da ist jemand. Bewege zum Unterdrücke zum Verlassen. Da war doch gerade jemand. Geistreich. Ist hier irgendwas? Scheinbar nicht. Haben uns bestimmt geirrt. So. Was war hier? Da war doch was. Ey, hier waren welche. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Nein, nicht extra. Nicht extra. Ich hatte es eh auf der To-Do-Liste. Weil ich hatte es schon vorbestellt, weil mir der erste Teil eigentlich ganz gut gefallen hat. Und was heißt erster Teil? Teil kann man es ja nicht nennen. Also das erste, die erste Story. Und jetzt ist die zweite Story, die dritte Story kommt, glaube ich, nächstes Jahr. Was haben wir denn hier? Welcome to Abandon Hope. Hoffnung aufgegeben. Okay.
Kennst du die Stadt? Little Hope? Nein. Ich glaube nicht. Das solltet ihr beide kennen. Warum? Warum habe ich noch nie davon gehört? Im Ernst, dieser Ort ist geschichtsträchtig, ist faszinierend. Warum? Woher weißt du das alles überhaupt? Ich bin Akademiker. Anders als ihr lese ich. Ruhig, nee, ist nicht Einstein. Mutti. Alles, was du weißt, weiß ich mit einem Smartphone. Dein Phone ist ohne Signal gar nicht so smart. Heimischen Gruselwut? Nein, wir haben unser kleines Kind mit dem Nachbarkind um unser Haus laufen lassen. Und immer bei uns klingeln lassen und hat dann was gekriegt. Es ist ein Wunder, dass die Lütte schläft. Bei dem Katzenzucker, verdammt. Nein, das war ein bisschen zu heikel. Wir haben draußen auch Sachen hingestellt, dass die Kids, die dann unbedingt doch rumlaufen mussten, haben wir so nebeneinander aufgereiht, dass sie sich was nehmen konnten. Extra noch einen Zettel, jeder bitte nur ein Stück oder ein Tütchen, ne? Weil es gibt ein paar Unholde, die sich nicht dran halten. Die kriegen den Mund nicht voll. Und den Bauch und die Taschen auch nicht. Schön, ah, ist das abgeschlossen. Endlich. Ist alles okay? Klar. Der Ausblick war klasse. Ihr habt euch ja echt viel Zeit gelassen. Habt mir Sorgen gemacht. Aber ganz sicher. Am Tor ist eine Kette. Wir kommen nicht durch. Seht euch um. Vielleicht findet ihr etwas, um es aufzubrechen. Damit sollte es gehen. Bereit? Ich drücke auf meiner Seite. Bereit. 3, 2, 1, los! Na, wer sagt's denn? Gut gemacht, ihr zwei. Okay, wir sind zusammen. Das ist super. Ja, Kind auf Zucker, das ist vor allem, wenn der Zuckerschock aufhört. Auf dann in die Stadt. Vielleicht hilft uns jemand. Und die Stadt heißt wie? Na, Little Hope natürlich. Na, das klingt ja einladend. Spotte du nur, aber Little Hope hat eine düstere Vergangenheit. Können wir jetzt los, ohne dass du den Klugscheißer spielst? Ich glaube, ich mag weder dich noch deinen Tonfall. Wer bist du denn? Ich laufe mich gerade erst warm. Willst du noch mehr? Versuch's mal mit Höflichkeit. 48. Von Höflichkeit reden, aber selbst über Taylor lästern. Was gab's da zu lästern? Muss genau er immer so deine Ehre verteidigen? Zeig doch mal etwas Rückgrat, Liebes. Er ist nicht mein Freund, darauf antworte ich nicht. Ach ja. Hast du Witze? Er ist nicht mein Freund. Was hast du ihr erzählt? Überhaupt nichts. Das geht dich überhaupt nichts an. Wir verlieren wertvolle Zeit. Können wir bitte einfach weitergehen? Meinst du echt, das ist ein guter Plan? Das mit der Stadt? Besser als nichts. Vorhin klang der Plan gut, aber jetzt kommen mir doch Zweifel. Und was jetzt? Wir zwei könnten ja zum Bus zurückgehen. Diesmal hat der Lehrer recht. Am besten wir gehen in die Stadt und holen Hilfe. Nee, wir bleiben zusammen. Was meinst du? Gehst du mit mir zurück zum Bus? Ich denke, die Stadt ist unsere beste Chance, Hilfe zu finden. Toll! Komm, Taylor, jetzt bleib doch bei uns. Es ist gefährlich, hier draußen alleine unterwegs zu sein. Komm mit uns. Ich komm schon ohne euch klar. Ich halte ein Auto an und dann sammeln wir euch ein. Sie ist tot. Sie weiß es bloß auch nicht. Komm mit uns, ihr spinnt doch. Mit euch gehe ich nirgends mehr hin. Aber die ist seltsam. Die ist doch niemals 48. Ich bin doch weggelaufen. Aha. Du hast ja doch noch Vernunft angenommen. Schon wieder hier? Warum? Das macht keinen Sinn. Sie ist voll weggetreten. Was soll das denn werden? Entscheid dich mal. Warte, was wird das? Taylor? Vorsicht! Was? Was ist los mit dir? Warum bist du wieder hier? Ich weiß es doch auch nicht! Ich laufe immer von euch weg! Es fühlt sich so an, als könnte ich nicht entkommen! Okay, wie wär's damit? Wir gehen gemeinsam. Wir kamen von da, also sollten wir diesen Weg zurück können. Bitte bleibt alle dicht beieinander. Keine Nachzügler. Sollen wir Zweierreihen bilden? Okay, ich komme. Und im Entengang, bitte.
mysteriös. Ich glaube, die sollen dahin. In die andere Richtung. Die kommen nämlich immer wieder. Ich gebe zu, das ist ein bisschen komisch. Nicht nur ein bisschen. Ist nicht möglich. Ich hab's euch doch schon gesagt. Wir sitzen fest. Wir kommen hier nicht weg. Was machen wir jetzt? Beruhigt euch, Leute. Es gibt bestimmt eine logische Erklärung. Vielleicht sind wir ja verreckt. Tja, nette Theorie. Aber ich glaube, wir sind alle noch lebendig. Soweit ich weiß, standen Seelenwanderungen nicht auf dem Stundenplan. Ich hab auch eine nette Theorie. Ohne deinen scheiß Ausflug wären wir gar nicht hier. Jetzt sitzen wir in Little No Hope fest. Ich höre wohl nicht recht. Als hätte ich ahnen können, was uns passiert. Das liegt nicht an mir. Ist das dein Ernst? Das stellenweise so komisch Heil nicht in diesem Ton. Ich suche doch nur eine Erklärung. Genau wie du und alle anderen. Da ist manchmal so wie eine zweite Stimme im Hintergrund. Tut mir leid. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich verstehe es nicht. Du hattest recht, es ist wie in einem Albtraum. Hintergrund in Little Hope war ein Viehscheiber. Wir schaffen das. Zusammen finden wir hier raus. Was ein kleines Mädchen dazu angeleitet hat, eine Familie umzubringen. Durch Vielleicht träumen wir. Wir müssen hier weg. Und zwar nicht klar denken. Ich hätte den Sport auswählen können. Warum nicht? Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter. Und finden auch keine Hilfe. Er hat recht. Das mit der Stimme es war ihm ganz genau nichts, zu hören. Wenn wir einander anzicken. Wir müssen als Team arbeiten. Danke. Das ist so, als wenn sie sich aufregen, Denken dass es dann logisch. Schlimmer wird. Der Nebel liegt zwischen uns und dem Bus. Es liegt kein Nebel zwischen uns und der Stadt. Also gehen wir dahin. Was soll es bringen, wenn wir uns weiter vom Bus entfernen? Es gibt nichts in dem Bus, das uns jetzt weiterhilft. In der Stadt gibt es Leute und Telefone und so. Und ich gebe ihm nur ungern recht, aber diese verdammte Stadt ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Ist doch ein guter Plan. Wohin gehst du? Ohne mich? Komm schon, wir gehen mit. Lass uns erstmal zusammenbleiben. Lass uns erstmal zusammenbleiben. Bleib nah bei Daniel. Was ist denn hier drüben eigentlich? Darf ich mal hier reingehen? Vielleicht sterbe ich auch sofort. Hallo? Von dir entdeckte Bilder kannst du im Bereich Sammlung Charaktere. Tödliches Omen. Ich glaube, das war richtig, hier lang zu laufen. Wer ist denn der Schatten hier? Ah, das ist Daniel. Gut. Ah, die warten alle. Das ist schön. Können wir ein bisschen schneller laufen? Na, nicht zwingend abseits. Sie liegen halt irgendwo und man kann sie entdecken und sie können dann halt möglicherweise eine Vorhersage. Na komm, hier lang. Eine Vorhersage geben, was passiert ist. Nochmal für Wolli, kurz zur Zusammenfassung. Also, es ist manchmal mal schwierig bei du den meinst, Dialogen. Dass wir vielleicht tot sind? Glaubst du echt, das könnte sein? Hab mal was davon gehört, dass das Hirn noch eine Weile weiterlebt nach... Naja. Dem Tod. Vergiss es. Das war sicher nur dummes Zeug. Die laufen einfach weiter. Also nochmal, eine Familie. Die Familienmitglieder sahen eigentlich fast alle genauso aus wie die fünf hier. Plus ein kleines Mädchen. Das scheinen aber alle adoptiert zu sein von den Eltern, wie auch immer. Das kleine Mädchen war anscheinend Streitgegenstand. Jedenfalls hat das kleine Mädchen dann sukzessive kleine Unfälle verursacht, weil sie das Gefühl hatte, so jetzt mein Eindruck, in der Familie nicht willkommen zu sein. Man hat in einer Szene halt eine dunkle Gestalt, einen Arm, was auch immer, also dieses typische Horrorwesen, ne, gesehen, von wegen, wo sie sagte, ja, du hast recht, mit meiner Familie ist irgendwas hier nicht in Ordnung. Und sie hat dann halt Unfälle, die Leute eingesperrt, hat dann nachher Feuer gemacht und so weiter, ist verbrannt. Und eigentlich sind alle gestorben, also die anderen
früher und wohnten in Little Hope. Und das ist jetzt der Trupp, der hat war eigentlich auf dem Weg irgendwo hin und es war eine Umleitung und die Umleitung führt durch Little Hope. Und vor der nach der Umleitung vor Little Hope gab es dann halt einen Verkehrsunfall. Der Fahrer ist weg und die sind die einzigen, die jetzt da sind. Das ist jetzt so die Kurzzusammenfassung bis hierher von 51 Minuten. Also die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, aber ich denke, können wir hier schnell laufen? Ah ja, okay, das ist schneller. Huch. Halt. Na, Miezi, ich hab dich gesehen. Hey, Miezi, bleib hier. Eine schwarze Katze. Kam jetzt von rechts nach links? Glückbringens, ne? Passt. Dieses Gemäuer gefällt mir nicht. Gemäuer? Ich glaube, das ist Holz. Das ist kein Gemäuer. Und das ist die Mutter gewesen, sie hier. Ich weiß nicht, ob das so klug von uns ist. Nur mal schauen. Vielleicht ist da ein Telefon. Stimmt, genau. Ich sehe mich drinnen um. Dann los. Wir kommen nach. Wäre es nicht einfacher zu warten da in dem Haus, bis es hell wird? Du verschweigst mir doch was. Du meintest, ich sei nicht dein Freund. Als wäre das was Schlimmes. Ach, ist das dein Ernst? Erst der Busunfall, dann dieser Nebel und du zickst rum wegen eines Labels? Du willst mich also nicht mit dem Label Freund versehen. Was bin ich dann für dich? Wir brauchen kein Label. Wir brauchen doch wohl kein Label, oder? Was sind wir deiner Meinung nach? Das weiß ich noch nicht. Ich bin noch nicht ganz bereit für diesen Schritt. Nicht mehr lange. Versprochen. Kann ich irgendwas tun, um dir zu zeigen, dass ich der Richtige bin? Na, der Kran hat dann schön. Dass ich mich auf dich verlassen kann. Dass du für mich da bist. Holen wir die anderen ein. Wobei, der hat genau denselben Kragen wie sein alter Ego in der Vergangenheit. So. Ey, da lebt jemand. Die ist niemals 48. Hallo. Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Was denn? Der Nebel da draußen, der ist seltsam. Ja, ist heute Nacht echt dicht. So dicht, dass wir hier nicht wegkommen. Ja, das kenne ich. Sie hängen auch hier fest? Dass wir hier so einfach reinplatzen. Oh, unser Bus hatte etwas die Straße runter, einen kleinen Unfall. Wir sind noch etwas durcheinander. Wir sind ziemlich durcheinander. Sieht so aus. Ich bin Vince. Ich brauche einen Spiegel. Möglichst einen ohne 20-jährige Schmutzschicht. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Falls du doch Durst kriegst. Mit Zeit. Ich habe eine Idee. Das kommt gerade. Nee, bestimmt. Nicht für mich. Wir brauchen einen klaren Kopf. Auf Besuch hier? Little Hope ist nicht mehr, was es mal war. Ach. Was ist hier los? Der Ort sieht total verlassen aus. Little Hope wirkt fast wie eine Geisterstadt. Und der Nebel? Alles ändert sich. Auch wenn wir uns nicht ändern. Herz? Ach, jetzt sehe ich es erst richtig hier unten.
Gibt's hier ein Telefon? Ich habe eine Theorie. Wir würden gern mal telefonieren. Die Leitung ist tot. Ist schon seit Jahren tot. Vielleicht gibt's in der Stadt noch eins. Was hat er für ein Problem? Er ist irgendwie seltsam. Der macht nichts, hat bloß zu viel Intus. Sehen wir uns um. Na, irgendwas gibt's hier bestimmt, das uns hilft. Schaut, was ihr findet. Lebt in seiner eigenen Welt. Eine alte Dartscheibe. Agatha Christie. Ich war früher mal ziemlich gut. Bleib. Spiel ruhig, schon gut. Ich sehe mich so lange mal um. Na, irgendeiner verletzt sich doch jetzt. Ich denke, sie sieht sich um und setzt sich nicht hin. Nur eine Runde, dann überlegen wir, wie wir hier wegkommen. Versuch ein Doppel, oder? Bin kein Anfänger, Daniel. Hallo, Double 20. Ach so. Ist noch Tutorial, ne? Okay. Etwas hast du ja drauf. Ich kann's noch. Jetzt Triple 20. Ey, fast schon olympiareif nach so einem Abend. Darts ist kein olympischer Sport. Noch nicht. Heute Abend schon. Das war ein echt guter Wurf. Du warst besser als Taylor. Also gut, kommen wir wieder zur Sache. Kommen wir wieder zur Sache.